Hallo und herzlich willkommen, da bin ich wieder, ich bin's, euer Cornel. Wir sind zurück bei Sonic den Sega All-Stars Racing Transformed. So, wir können das Tor hier aufmachen und da bekommen wir nochmal eine Verfolgung. Und wir haben hier unten ein 42-Sterne-Tor und hier, wo es, glaube ich, hauptstorymäßig weitergeht, eine 20-Sterns-Tor. 20-Sternen-Tor. Komisch. Aber wir machen Panzerveteran. Verfolgung. Ja, das ist dieses mit den drei Gegnern, ne, wo man die abschießen muss. Jeder hat drei Leben und so. Da können wir eigentlich auch mal einen anderen Charakter nehmen. Ja, ohne... Mir wurde ja gesagt, Shadow wäre der beste Charakter, wenn man ihn fahren kann. Wahrscheinlich so der Funky Kong. Nehmen wir mal Shadow. Ja, für so ein Verfolgungsrennen ist zwar mit der wenigen Beschleunigung vielleicht ein bisschen doof, wobei, wenn wir uns nach hinten fallen lassen, haben wir erstmal Ruhe und können dann durch die hohe Endgeschwindigkeit dann wieder nach vorne und so weiter und so fort. Oder ist Verfolgung... Ach, das ist Verfolgung! Ah! Ach so, das kenne ich gar nicht! Scheiße! Ah, da war ein Herz. Ja, ich sollte vielleicht nicht in alles reinfahren. Das, ja, das kenne ich logischerweise, wie gesagt, vom Let's Play von Bollo. Oh, da war der immer voll, ja, ich will nicht sagen voll schlecht, aber ich glaube, das ist schwierig. Bam! Ich glaube, hier hat man auch nur eine gewisse Anzahl an Zeit, oder? Kann das sein? Gesundheit, Panzer? Scheiße. Nein, nein. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Boah, das ist auf jeden Fall sehr schwierig. Die grünen Dinger bleiben halt auf der Stelle stehen und die gelben, die kommen dir entgegen. Ja, er macht es zwar in einem relativ absehbaren Muster. Ah, fuck it. Aber trotz allem ist es schon ein bisschen... schwierig. Oh, scheiße. Tut mir leid, aber ich muss mich hier gerade ein wenig auf den Panzer konzentrieren. Weil ich es halt auch zum ersten Mal mache. Ja, ich würde gerne. Oh, krass. Ich habe auch... Oh nein, jetzt baut der super... Wo hätte ich denn da herfahren sollen? Naja, immerhin kriegen wir hier ein Herz. Oh, yo, wie soll ich denn dem ausweichen? Ach so, ich kann die kaputt schießen. Ja, das beinhaltet aber auch, dass ich noch Munition habe. Na, vorbeigeschossen. Nein, nein, oh, sammel das Herz ein. Oh, fuck. Kann er mir entwischen, wenn er zu weit weg ist oder so? Oder habe ich eine bestimmte Anzahl an Zeit, in der ich den besiegen muss? Ich habe es geschafft im First Try. Das ist ja krass. Und das haben wir gleich nochmal. Wir müssen es gleich nochmal machen. Boah. Das war nicht schwierig, aber... Ja, wobei... Oh, ich bin mir unsicher, ob ich... Ich war überfordert. Ich war überfordert, das hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht. Ich bin jetzt gar... Ich bin gar nicht in den Part reingekommen und ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite war es schwierig, weil ich in alles reingefahren bin. Auf der anderen Seite habe ich überlebt und habe gewonnen. Ich meine, so what? Ja, guck mal, Konsolenkit. Ach so. Ihr Superkit. Was ist das Konsol? Was ist das Superkit und was ist das Sternkit? Also was das ist, weiß ich glaube ich, aber worum geht's da? Wir können Charakter freischalten. Knights kenne ich nicht. Ist die auch von Sonic? Ich denke mal schon. Könntet ihr mir beantworten, wenn ihr Lust habt. Ja, dann müssen wir jetzt nochmal ein Panzerveteran werden. Nehmen wir nochmal Shadow? Ja, ja doch. Ja. Nehmen wir nochmal Shadow. Shadow ist schon interessant, ne? Der hat zwar eine richtig schlechte Beschleunigung, aber der hat eine hohe Geschwindigkeit und ein hohes Handling. Das ist natürlich wirklich... Normalerweise hast du ja immer das Problem, dass du
wenn du nur eine relativ hohe Geschwindigkeit hast, dann hast du ein relativ schlechtes Handling. Das ist ja eigentlich so Otto-Normalverbraucher. Ja, da hätte ich... Das war jetzt ein bisschen doof, dass ich da reingefahren bin, weil es halt extrem absehbar ist, noch in der Phase. Aber... Ja, ich konnte gerade nicht anders. Ist er schon in der nächsten Phase? Ich glaube, 9 ist das höchste, kann das sein? Ja, ich denke schon. Ja, ich komme gerade nicht dran, um ihn abzuknallen. Das ist auch hier... Oh, ich dachte... Oh, fuck! Ich brauche das Herz. Gesundheit, Panzer, warum ist es jetzt blau? Oh, da konnte ich... Kann ich ihn jetzt nicht... Okay. Einfach alles in ihn reinfeuern. Scheiße! Das war richtig schlecht. Ich muss nach Herzen Ausschau halten. Ups, dankeschön. Oh, man! Den hätte ich eventuell kriegen sollen. Nein! Es tut mir leid, ich weiß auch gerade gar nicht so genau, was ich hier... Oh, das ist einfach... Ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht. Ja, ich fahre auch noch rein. Ich finde es extrem schwierig, wenn die dir entgegenkommen, weil du einfach eine so kurze Zeit hast, um zu reagieren. Oh, es ist echt schwierig. Und dieses Sonic ist so laut auf meinen Ohren. Ich weiß gar nicht genau, warum. Also wir müssen den Panzer runterbetteln, das habe ich jetzt auch verstanden. Und wir müssen ihm ausweichen. Das Ding ist halt, ja, da darf ich eigentlich nicht reinfahren, denn es ist halt schon relativ absehbar, wie er hier die Dinger macht, ne? Ich denke mal, das Muster erkennt ihr auch. Das ist jetzt nicht so schwierig. Er geht halt immer von links nach rechts. Oh, ich wollte das Herz haben. Er geht halt immer von links nach rechts und... Aber dann... Genau deswegen ist es echt schwierig, da durchzukommen irgendwie. Wow, warum? Ja, jetzt, die habe ich... Oh, das... In der Phase hätte ich jetzt... Och, ich fahre an allem vorbei gerade. Da ist ein Herz. In der Phase macht er eigentlich auch nichts anderes, ne? Da musst du eigentlich auch nur zickzack... Du musst den Dingern halt im Zickzack ausweichen, aber das ist halt nicht so einfach. Wo ist der Panzer? Boah, der hat mich überfahren! Hat der mich gerade überfahren? Wir stehen gesundheitstechnisch aber jetzt um einiges besser da, wollte ich sagen. Und in dem Moment lasse ich mich von ihm treffen. Boah, ja, in so, vor allen Dingen in so Kurven dann irgendwie da durchzukommen, finde ich extrem... Boah, warum? Nein. Okay, nach dem Herz. Da ist ein Herz. Oh. Okay, er hat nicht mehr viel Gesundheit. Ich aber auch nicht. Also ich jetzt ein Ding auf Messer schneide. Ich muss ihn halt nochmal treffen. Ich muss ihn noch ein paar Mal treffen. Oh. Nein, warum habe ich... Wie kann denn... Shadow fährt so ein riesen Gefährt. Wie kann der denn da durchfahren? Ey, ich habe es geschafft. Geil. Boah, je kurvenreicher die Strecke, desto schwieriger. Das ist eine Weisheit. Die muss man sich hinter die Ohren schreiben. Es tut mir leid. Ich habe wahrscheinlich nichts in der letzten... Ach Mann, ey. Das ist aber auch schwierig. Level aufgestiegen. Kit freigeschaltet. Das ausgeglichene Kit habe ich freigeschaltet. Gut, dann haben wir die Verfolgung geschafft. Wie viele Verfolgungen gibt es denn in diesem Spiel? Also es war jetzt gar nicht so schwierig. Aber es ist halt turbulent. Sehr turbulent. So, und damit haben wir die komplette Welt. 30 von 30, wir haben alles geschafft. Super, bis jetzt haben wir alles und es kommen nur noch zwei Welten. Noch 30 und da wahrscheinlich auch nochmal 30 irgendwie.
Das bedeutet, wir sind schon auf einem guten Weg. Richtung Ende vielleicht sogar schon. Es geht jetzt irgendwie schneller, als es einem lieb ist. Das Rennen machen wir noch. Und dann werden wir uns, denke ich, auch für diesen Part wieder verabschieden. Wobei ich jetzt schon von Abschied rede und der Part ist bestimmt erst... Der ist bestimmt noch nicht lang. Es sind bestimmt auch keine 10 Minuten. Aber ich rechne halt damit, dass das Rennen jetzt auch nochmal 5, 6, 7 Minuten dauert. Je nachdem, wie viele Versuche ich brauche. So, hier kriegt er eine Beschleunigung mehr und Turbo weniger. Konsolenkit. Nee, das Ausgeglichene finde ich richtig... Das Ausgeglichene gefällt mir tatsächlich. Das ist ja schon fast perfekt. Gutes Handling, richtig gute Handgeschwindigkeit und eine akzeptable Beschleunigung. Was will man mehr? So, 3, 2, 1, Turbo-Start. Wunderbar. Ja, ansonsten habe ich momentan auch nicht so viel zu erzählen, ne? Das lohnt sich jetzt für den Part sowieso nicht mehr, also machen wir ein bisschen On-Topic-Action. Der On-Topic-Schalter ist aktiviert, wie man ja so gerne gepflegt ist zu sagen. Ja, das mit dem On- und Off-Topic-Schalter war damals auch ein bisschen... Ich habe da ja mal in einem SMW-Hack, glaube ich, drüber gesprochen. Und es war durchaus... Man kann dieses Bild nicht so eins zu eins tatsächlich übernehmen, weil es... Es hatte seine Lücken, ja, dieses System, das ich da aufgestellt habe vom On- und Off-Topic-Schalter. Auf der anderen Seite war es halt trotzdem... Ist es halt trotzdem auch irgendwie so, ne? Ihr habt es ja gerade gemerkt, in so einem Panzerlevel bin ich dann schon irgendwie... Ja, da bin ich einfach gebunden und da fällt es mir auch echt schwer, irgendwas großartig... Ja, ich kann jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen, was passiert ist in der Zeit und ich habe halt ein ganz schlechtes Gefühl. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl und glaube, dass es sehr schlecht kommentiert war. Oh, ja. Und, dann ist es immer schwierig. Was ist denn hier los? Ja, schieß doch nicht mich ab, ey. Den ersten. Wir müssen den ersten kriegen, Leute. Ja, und... Dir bleibt dann aber in so einem Moment auch immer... die Spucke im Halse stecken. Oh, der liegt ja immer noch da. Das bedeutet, wir sind nicht in Runde 2? An dem Kugelfisch bin ich doch schon mal vorbeigefahren, oder nicht? So, wir orientieren uns nach rechts, nehmen den Turbostreifen mit, wunderbar, driften ein bisschen. Ein Schwarm. Ja, es ist nicht meiner, wie man sieht, ich kann reinfahren. Ein Hot Rod. Ist immer schwierig auf einer Strecke, die man nicht so richtig kennt. Boah, drei Turbos. Das ist geil. Aber die Kurve ist schwierig. Ja, und ich habe die Turbos ja sensationell verkackt. Mit zwei fehlgeschlagenen Stunts auf Platz 1 zu fahren, ist es immer die beste Idee, die du haben kannst. Hilfe! Kann man da oben herfahren? Da links? War da ein Weg? Oder das Rennen in der Hand? Dreifachflip ist sehr gut. Warum liegt da... Ja. Man kann diese Raketen, diese ferngesteuerten Autos, die ja als roter Panzer dienen quasi, man kann die mit einem Kugelfisch abwehren. WTF. Fragt einfach nicht. Wieso bin ich da jetzt langsamer geworden? Den Schwarm habe ich gesehen, aber der hat mich doch nicht getroffen. Ich hatte die Bienen um meinen Charakter drumherum. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ne, ich habe ihn nicht getroffen. Okay, einfach nicht bewegen, nicht bewegen. Ach, da kann man... Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass die Strecke sich ändert. Ja, ist ja schön und gut, dass da ein Turbostreifen ist, aber wenn ich dann gegen das Fass fahre, weil ich den Turbostreifen nehme, ist es nicht mehr unbedingt so unfassbar nett. Oh, fuck. Komme ich da nochmal ran? Ja, bitte, bitte fahr in den Fahr... Ich würde das Rennen ungern nochmal fahren. Scheiße, ich hab gedacht, da... Hier kommt gleich das Ziel, oder? Dreifach Schwarmtreffer, aber nicht den ersten, oder?
Nein, und wir müssen das Rennen nochmal machen. Ah, das ist ärgerlich, vor allen Dingen, weil ich es halt einfach selber verkackt habe. Ich habe es selbst verkackt. Die letzte Runde war grottig. Aber, und das ist vielleicht auch das Interessante an dem Spiel, in der dritten Runde war die Strecke anders. Ja, es war eine andere Strecke in der dritten Runde. Und beim ersten Mal fahren ist es schwierig, das perfekt umzusetzen. Ja, stellt euch mal vor, ihr geht viermal die Woche in die Schule und beim fünften Mal müsst ihr auf einmal eine andere Strecke gehen. Wisst ihr auch nicht sofort, wie ihr da hinkommt. Ja, ich habe mich gerade gefragt, warum zum Teufel kriege ich keinen Turbo-Start? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja. Ich bin ein Held. Nennt mich Cornel. Woo! Ist hier so ein Geisterhaus, ne? Woher das kommt, weiß ich auch nicht. Generell weiß ich nichts zu dem Spiel. Also wenn ihr irgendwie Informationen zu dem Spiel haben wollt, aus welchem Spiel hier diese Strecke stammt und so weiter und so fort, kriegt ihr nicht bei mir. Ich hoffe, das ist euch bewusst, aber ich denke, das ist euch nach, weiß ich nicht, welcher Part haben wir, 15? Ist euch das auch irgendwann aufgefallen, dass ich euch diese Informationen einfach nicht gönne. Ich könnte mich ja auch informieren. Wäre das ein gutes Let's Play, dann würde ich mich informieren. Ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat. Ich habe das irgendwo mal gehört. Und da hat tatsächlich jemand gesagt, dass es ja heutzutage als Let's Player so üblich ist, für ein gutes Let's Play muss man sich informiert haben. Das hat er so gesagt, genau so, wie es hier auch gemeint ist gerade. Er hat gesagt, man muss sich was anlesen, man muss vorher recherchieren und Wissen über das Spiel sammeln, sonst ist es kein gutes Let's Play, das macht heutzutage einfach, das erwartet jeder, das macht ein gutes Let's Play aus. Ja, und wenn wir dem folgen, muss ich euch leider sagen, dass ich kein guter Let's Player bin und keine guten Let's Plays mache. Weil ich mich, glaube ich, noch nie zu einem Spiel informiert habe. Ich überlege gerade, ob ich mich schon mal jemals zu einem Spiel informiert habe, tatsächlich, wahrhaftig. Ich glaube nicht. Ja gut, bei New Super Luigi U oder so habe ich mich erkundigt, wie man springt, auf welcher Taste. Ich glaube, das zählt nicht, oder? Nee, da geht es dann halt um Wikipedia-Einträge lesen und so, und das dann halt in die Beschreibung schreiben, das ist dann für denjenigen wahrscheinlich gut vorbereitet. Halte ich persönlich nichts von. Glaube ich auch nicht. Könnt ihr mal eure Meinung zu schreiben? Findet ihr das wichtig, dass man einen vorbereiteten Let's Player hat, der von allem eine Ahnung hat? Also wenn man sowas möchte, ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich kann es natürlich akzeptieren, logisch, ne? Das ist ja ganz klar. Wenn das jemand so haben will, dann soll er das auch bei den Let's Playern gucken, die das so handhaben. Bei mir ist man da an der falschen Adresse. Schade, schade, schade. Ich hatte gehofft, dass ich durchpasse. Aber es ist in meinem Leben öfter so. In vielerlei Hinsichten, dass er nicht durchpasst. Ja, das könnte man jetzt. Ach, das war noch nicht die letzte Runde. Ach, erzähl mir doch keinen. Ich habe mich schon zurückgelehnt. Ich dachte mir, super, noch ein gutes Thema zum Ende gebracht und jetzt kannst du hier ausmachen. Nee, ist ja gar nicht. Ja, aber wie gesagt, ich habe noch nie für ein Spiel vorher recherchiert, ich habe noch nie nachgeguckt, wann ein Spiel rauskam. Ist mir so egal. Wenn ich ein Spiel let's playe, dann let's play ich das ja, weil ich spielen möchte. So, und ich bin so einer, wenn ich ein Spiel spiele, ich habe eine Nachricht bekommen, aber ich bin ja ein schlauer Mensch, ich habe den Klingelton ausgemacht. Ich bin wahnsinnig, danke. Es interessiert mich doch nicht, wann ein Spiel rausgekommen ist und wieso und was die damals gesagt haben oder warum. Und interessiert mich doch alles nicht. Ich möchte das spielen. Ja, das ist zumindest meine Meinung. So, live SMS lesen. Ha, es ist ein Traum. Ja. Apropos zu viele sexuelle Anspielungen, ich werde den Part an dieser Stelle beenden. Wir können uns noch ganz kurz das Menü angucken.
Wir sind ja jetzt hier in der neuen Welt und können einfach mal schauen, was uns in der nächsten Zeit dann erwartet. Wir schalten frei. Was ist das da? Ein Kampfrennen. Ein Kampfrennen, dann ist da oben ein Ringrennen. Das Tor können wir freischalten. Dann haben wir hier unten ein Turborennen. Was ist ein Turborennen? Weiß ich nicht genau. Ist das eine Turbo-Herausforderung? Bin mir nicht ganz sicher. Naja, da ist ein Versus, das da unten kann ich nicht erkennen. Kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu. Ringrennen, Versus, Kampfrennen, Turborennen. Wir haben viel Auswahl in den nächsten Parts. Viel Abwechslung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin euer Kornel. Siamu, chatas. Tschüss.